Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir sind heute mal auf Manningen V2 unterwegs. Wir fahren die Linie 76 von Nickenich Dorfplatz zum Manning Busbahnhof, beziehungsweise Busbahnhof. Mit einem MAN A37 bzw. NL253 ZF Euro 3. Ja, der Bus kam damals von Symbol raus. Ich habe gar keinen Link mehr dazu. Aber schickes Fahrzeug auf jeden Fall, muss ich sagen. Auch sehr schick von innen. Gut, wir haben hier noch Oldschool, ne? Ja. Oh, so wie man die alten Dinger kennt, ne? Schön, schön. Ja, wir gucken einmal auf den Fahrplan, beziehungsweise machen den Motor schon mal an, damit er Vorratsdruck aufpumpen kann. Die Fahrzeit beträgt hier ungefähr 40 bis 50 Minuten, so wie das gerade auf dem Blatt Papier hier aussieht. Ja, sollten wir alles ganz gut hinkriegen. So, ja. Kilometerstand haben wir hier leider nicht. Wir machen hier aber mal das Licht an. Gut, das geht jetzt auch voll. Boah, schön irgendwie das Fahrzeug. Muss ich sagen, gute Wahl. Dann pumpt er sich hoffentlich hoch. Der steht auch ein bisschen. Der steht schräg nach rechts. Das ist cool gemacht. Naja, lassen wir mal aufpumpen. 3 Minuten haben wir noch Zeit. Normalerweise wird diese Linie mit einem Gelenkbus gefahren. Aber ich dachte mir so, ach komm, heute fahren wir mal ein bisschen solo. Und dann müssen wir hier nochmal den Fahrersitz ein wenig einstellen. Boah, so sollte das okay sein. Ich weiß gar nicht, kann man hier das Dashboard verstellen? Damals war hier so ein Knopf. Aber ich glaube, den haben wir hier gar nicht. Nein. Und so verstellen kann man das auch nicht. Okay, schade, schade, Marmelade, würde ich mal sagen. Haben wir halt Pech gehabt. Oder kann man das hier irgendwie... Nee, kann man nicht. Dann lassen wir das Ganze so. So, wir fahren um 14:10 Uhr ab. Das passt also alles soweit. Ja, Licht brauchen wir gar nicht, oder? Das hier ist Fahrgastlicht. Ja, komm. Machen wir das hier mal an. 12 Grad haben wir im Bus. Machen wir mal ein bisschen wärmer. Das Ganze. Bisschen. Ja. So, dann machen wir den Gang rein, lösen die Feststellbremse und fahren schon mal vor. Boah, die Sounds sind auch gut. Boah, Symbol. Alles, was von Symbol kommt, ist schön. Oh, auch gute Kamera hier. Muss ich sagen, den Bus bin ich. Wann bin ich den Bus mal gefahren? In der Folge gar nicht, so gesagt. Ja gut, du stehst hier und machst noch Pause oder was? Ah nee, die erste Station ist ja hier vorne. Dann haben wir den Kollegen, glaube ich, abgelöst. Das kann durchaus sein. Da kommen wir rum. Jo. Dann kommt man nach vorne gelaufen ein bisschen. Beziehungsweise ihr wollt gar nicht, doch. So. Wheeling haben wir hier auch. Schön, schön. Können die Leute ein bisschen rennen. Oh, der geht aber redi runter. Mann, Mann, Mann. So. Sonst kann man hier, glaube ich, gar nichts einstellen. Und mal Standheizung haben wir auch nicht. Können wir das hier auch anmachen. 11 Grad im Bus, guck mal, da heizt er sogar ein bisschen. Schön, schön. Und dann haben wir noch 05. Hinten hier auf Manningen, ich bin schon mal Test gefahren. Ich glaube, das war sogar die 76, die ich gefahren bin. Die Ansagen sind witzig. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vatertag bzw. Männertag. Ich weiß, viele Väter gibt es nicht unter uns hier. Ja. Oh, wir hängen so ein bisschen auf der linken Seite. Naja, gut.
Niveauregulierung. So, bitte abfahren. Das machen wir. Die hängen so ein bisschen auf der rechten Seite. Naja. Die MAN-typischen Dinge. So, das Fahrverhalten ist jetzt so ein bisschen komisch, weil wir auf der rechten Seite so ein bisschen hängen, wie wir hier sehen. Aber da kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. Nächste Haltestelle, Nickenich Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Nächste Haltestelle, Nickenich Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Da kommt nachher nochmal am Bahnhof so eine witzige Ansage, wie ich finde. Oh, das ist so ein bisschen komisch zu fahren, wenn wir hier auf der rechten Seite hängen, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen schaukeliger. Kennt das, wenn ein Bus runtergepumpt ist auf einer Seite, beziehungsweise ganz hoch, dann ist das auch ganz komisch, so ganz hart zu fahren. Hier ist das jetzt auch gerade so. Naja, kümmern wir uns gleich drum. So. Dann fahren wir hier einmal um Kreusel. Nächste Haltestelle, Gasthaus zum Trauben. Gasthaus zum Trauben. Wie fahren wir denn hier? Ach so. Nee, dann bin ich diese Linie doch noch gar nicht gefahren. Nee, dann habe ich Blödsinn geredet. Ich weiß aber nicht, ob wir an dem Bahnhof noch vorbeikommen. Das müssen wir gleich mal gucken. So. Gasthaus zum Trauben sind wir noch nicht. Wir sind ja hier noch. Hallo. Hallo. Ah, der Bus will auch nicht wirklich mehr hoch. Komisch. Ah, vorne haben wir auch Türpiepen. Das waren alle. Will der Bus gar nicht mehr hoch hier. Nee. Jetzt hängt der Bus hier. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier nur die Möglichkeit, einmal zu reparieren. Aber... Ah. Man kann den auch nach oben betätigen. So. Ja, trotzdem hängen wir noch links. Schade. Naja, können wir nicht fixen. Okay. Dann lassen wir das Ganze so. So, da ist frei. Hier ist auch frei. Nickenich Bahnhof. Da waren wir gerade. Nächste Haltestelle, Gasthaus zum Trauben. Gasthaus zum Trauben. Da kann man bestimmt Trauben essen. Oder so. Der Kollege fährt hinter uns, den wir abgelöst haben. Naja. Gut. Der kann jetzt eigentlich so gesagt eine Leerfahrt machen. Der hat's gut. Aber vorfahren lassen will ich den auch nicht. Erstmal kommt was aus der Düse und dann kommt gar nichts aus der Düse. Naja. So, möchten Sie mit, die Dame? Jo. Gucken wir mal recht den Kollegen an. Gut, der hat 76 geschildert, aber nichts dastehen. Hm. Anzeigefehler oder so? Man weiß es nicht. Was ich hier auch schön finde, gut, wir sind die Karte nicht in der V1 gefahren. Da habe ich so ein bisschen gepennt. Aber was ich hier schön finde, sind die Hilfspfeile. Ich weiß gar nicht, ob es die dynamischen Hilfspfeile sind. Ich habe die jetzt mal angemacht. Nächste Haltestelle, Nickenich, alter Bahnhof. Ja, die sind sogar verschieden. Die 46 bin ich festgefahren. Aber hier sind wir so ein bisschen außerorts, schön über Land. Und ich sehe hier nichts. Naja, kommt auch keiner. Umso besser. Boah, Schräglage. Da sind wir bestimmt aufgekommen. Das kann mir keiner erzählen. So, Kickdown hier. Sch
schönes ZF-Getriebe. Alter Bahnhof. Next Stop. Eine Minute Verspätung. Jo. Oh. Da kommt sogar eine Bimmelborn. Oder? Nee, wenn man geradeaus fährt. Wollte gerade sagen. Aber da kommt doch gleich eine. Oder? Ah nee, doch nicht. Die Schienen sind ja erst dahinter. Ich verstehe. So. Ah, das ist doch hier wirklich schön gehalten. Mann, Mann, Mann. Dann noch mit so einem Premium-Bus hier auf dieser Linie. Ja. Bisschen am Bordstein. Das passt, sagen sie alle. Und eigentlich ist gar nichts. Wie das hier eigentlich mit den... Nächste Haltestelle, Waldcasino. Ah, Tatsache, das wird angezeigt. Hätte ich jetzt gesagt, das wird nicht angezeigt hier. Aber das passt. Der Bus ist halt Premium. Aber trotzdem hängen wir zur rechten Seite. Das ist ein bisschen traurig. Gut, die Busse sind halt alt, ne? Muss ich dazu sagen. Ups. Nehmen wir hier halt ein bisschen den Bordstein mit. Passt das hier mit OMSI Navigation? OMSI Navigation vertraue ich ja nicht immer. Das wissen ja viele. So, dann fahren wir hier links. Waldcasino, okay. Jetzt fahren wir hier über die Schienen. Heizen tun wir auch. So. Also bis jetzt, die Linienführung, die ist grandios. Das erinnert mich so ein bisschen an Tettau gerade. Gut, ich glaube, viele Objekte sind auch aus Tettau. Oh, hier können wir durchfahren. Das ist schön. So. Oh, dieser Sound ist auch Schmackofazzo. Nächste Haltestelle, Schulgemeinde Walkes. Hallo Franz! Diese Ansagen. Premium Versand. Ümchen hängt außer Tür hinten. Das ist na klar nicht so Premium. Die schleift da so ein bisschen, deswegen hängt der Bus auch so ein bisschen. Ne? So, dann will ich mal gucken. Joa, 50 FPS, da kann man noch sagen, ist okay. Das kann man so machen. Ne? So. Oh, hier ist ein Hockel. Ups. So. Ja. Wollte gerade loben. Ja gut, wenn man so sitzt, kann man das auch. Ja. Okay. Oh, wieso hat man Türpiepen vorne? Das verstehe ich nicht. Naja. Naja. So, was kommt denn da uns Schönes entgegen? Da kommt auch die 76 und hat nichts geschildert. Okay. Noch eine. Die fahren hier also im Doppelpack. Nächste Haltestelle, Kuchenweg. Der Kuchenweg. Ja, moin. Stück Kuchen oder was? Wollen wir ein Stück Kuchen? Ja, das wollen wir. So, rechts rum hier. Beziehungsweise, wenn da jemand kommt, dann nicht. Dann fahren wir links. Nein. Oh, ja. Alles im Lohn hier. Und ein Kickdown. Ah. Beziehungsweise kein Kickdown. Da will der Manfred noch mit. Oh, Tag. Ach auch. Gott zum Grusel. Oder wie war das auf, Bad Hügelsdorf. Ja, komm, fahr. Fahr.
Oh, wir haben den Kollegen hinter uns abgehangen. Oh, das Fahrverhalten mit diesem Bus ist auch so sanft, ne? Man kann dabei zugucken. Nächste Haltestelle, Günther-Lauch-Straße. Günther-Lauch-Straße. Jeder kennt Günther Jauch. Wer wird Millionär? Und hier ist ja halt einfach Günther Jauch, Günther Lauchstraße. Burger King. Oh, diese Linienführung. Das hier kommt mir jetzt gerade wirklich so vor wie in Bad Hügelsdorf. Also Tettau, Bad Hügelsdorf, das sieht man ja hier schon irgendwie raus. Habe ich das Gefühl. So. Joa. Kann man. Guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, du bleibst hinter uns, das freut mich. Gewerbepark. Und eine Einbahnstraße. Okay. Am Gewerbepark. Nächste Haltestelle am Gewerbepark. Genau. So, ich habe jetzt hier, glaube ich, auch auf der Karte nicht allzu viel den Verkehr runtergeregelt. Ich habe ihn ja in der letzten Folge auf Stettin noch mal ein bisschen hochgeschraubt und bei den Einstellungen habe ich es gelassen. Mal gucken. Gucken, was daraus wird. So, oh. Gucken wir. So. Ein Haltewunsch. Dann betätige ich diesen Taster nochmal. Aber geht er halt wirklich nur. Jetzt haben wir einen richtigen Bus hier, oder? Ja, auf der Seite auf jeden Fall. Wir hängen aber trotzdem noch zur anderen Seite. Ah. Okay. Dann mal runterlassen. Nee, irgendwie will das hier nicht so ganz. Also wenn man den hier hochfährt, schon. Da gleicht er sich ein bisschen aus. Jetzt. Jetzt ist er fast auf der Position. Ja, lassen wir so. Lassen wir so. 2 Minuten Verspätung. Fahren einfach so. So hängen wir nicht mehr. Vielleicht irgendwann, aber... Nee, wollen wir nicht hoffen. Nächste Haltestelle, Feuchtsande, Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Nächste Haltestelle, Feuchtsande, Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen der Deutschen Bahn. Genau. Display kann man nicht durchschalten, schade. Aber nicht, dass uns hier gleich der Kessel platzt. Weil die Drehzahl so hoch geht. Und die Steigung so hoch. Naja. So. Ist ja auch eine gute Straßenführung hier. Bisschen laggy hier, so wie Om sie halt ist, ne? Naja. Der beste Simulator des Jahres. Darf ich vorstellen. Omsi Tree. So, Feuchtbahnhof 76, 91. Nur das meine ich. Diese verschiedenen Haltestellen. So, wo halten wir denn? Vorne oder was? A2, Manningen 91. A1. Ah, hier.
Das ist schön gemacht. So. Hallo, junge Dame. Ja, danke, junge Frau. Hochbahn C2. Auch schön. So. Und dann fahren wir hier links raus. Da ist Free. Da ist auch Free. Euer Free. Ah, jetzt hängen wir wieder. Oder? Ja. Komisch. Der hat wohl Niveau-Probleme. Du bist nicht auf mein Niveau. Du bist nicht auf mein Niveau. Oh, wir haben grün. Pfeil grün. Und Feuer frei. Fritz-Walter-Straße. Kriegen wir sogar ein bisschen Verfrühung. Das ist aber reizend. Oh. Zing. Zing. Spielstraße oder wer ist das hier? Naja, eigentlich Schrittgeschwindigkeit, ne? Noch nicht mal 22. Die ganzen Wohnwagen sind hier die, naja, ne, drinne. Aber was haben die für eine Anhängekupplung? Mann, Mann, Mann. So, jetzt kommen wir hier mit unseren tiefen MAN an. Ah, der Kollege ist wieder hinter uns. Grüß Gott, mein Lieber. Grüß gut. Moin, moin. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, was haben wir denn hier an der Verfrühung? 03. Ja, dann können wir abfahren. Abwurz, meine Damen und Herren. So, da kommt wieder ein Hockel. Oh, sogar mehrere. Durch die engen Gassen hier. So was mag ich ja, ne? Aber nicht, wenn der Bus so hängt. Hier können wir doch mal ein perfektes Thumbnail nochmal machen, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ist das hier und... Oh, ne. Ja, irgendwie so. Nee. Kriegen wir halt wieder ein bisschen Verspätung. Aber. Das wäre doch gelacht. So. Abwurz. Oh, auch schön hier. Ich kann sogar Gegenverkehr kommen. Oder was? Also das gefällt mir hier. Ohne Witz, das ist schön. Das hätte ich jetzt nicht von der Linie gedacht. Aber wie Sie sehen, sehen Sie viel. Wenn Sie die Linie fahren. Moin. So. Da kommt keiner, das ist gut. Zitaro-Straße, next stop. Nächste Haltestelle, Zitaro-Straße. Wie er das betont. Auch witzig. So, das Stoppschild, das übersehen wir jetzt mal. Nee, doch nicht. Denn, ja, aber ich höre mal den Zitaro, wie er hinten die Haltestellenbremse reinmacht. So, moin.
Tach. So. Und Abfurz mit keiner Minute Verspätung. So wollen wir das haben. So und nicht anders. So. Puddingring? Nächste Haltestelle am Puddingring. Am Puddingring. Gott, hier reicht eigentlich auch ein Solo-Bus, wie man merkt, ne? So, Einbahnstraße. Da kommen wir gleich wieder raus. So. Ah, eine Kurve hier, ne? Für eine Haltestelle. Hier hätte man auch nach da vorne setzen können. So. Am Puddingring. Bisschen das Fenster auf hier. Moin moin. Boah, der fährt hier mal was Älteres. Mal die Ohren durchpfeifen lassen hier. Von dem schönen Klang. So, da ist frei. Das ist gut. Nächste Haltestelle am Blusendeich. Am Blusendeich. So. Hier ist ja dann eigentlich rechts vor links. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, das Fenster mal wegen ein bisschen zu. So, die Haltestelle ist auch schön hier. Fahren's auch mal los? Ja, du, ich bin gerade gehalten. Willst du nicht erstmal einsteigen? Komm rein. Wärmer machen? Etwas wärmer. Unten raus hängen dir die Eiszapfen. So, das ist jetzt ganz warm. Jo, ach. Was mache ich denn hier? So. Da ist gut. Da nicht. Ja, ein bisschen blinken wäre auch nicht schlecht. So, bevor du kommst, bin ich raus. Ja, du bremst na klar auch nicht. Wer bremst, verliert, sagt er sich. So, jetzt heizt der Bus auch, glaube ich. Vielleicht. Hätte ja auch mit Omsi, Auxi. Nächste Haltestelle auf dem Acker. Ich hätte ja auch mit Omsi, Auxi den Bus vorheizen können. 15 Grad. Aber schummeln wollen wir hier nicht, ne? So, was haut denn der Bus hier raus? Ist das jetzt nur, weil wir runterfahren? Nee. Halleluja, was ist mit dem Bus los? Da kannst du ja jede Verspätung rausfahren. 110. So, Haltewunsch haben wir auch. Etwas smooth hier rein. Moin. Du auch noch mit? Ah ne, du bist ausgestiegen. Dafür beschleunigt der ein bisschen langsam an Anfang. Aber Endgeschwindigkeit, Halleluja. Halleluja. So. Nächste Haltestelle. Rein da, Kalifornien Käseplatz. Käseplatz. Irgendwas mit Käseplatz. Wieso nicht Käsekuchenplatz? So. Ich
wollte gerade sagen, willst du nicht mal runterschalten, Eingang? Und 30. Das ist aber eine komische 30er-Zone, die hier gleich wieder endet. Naja. Naja, naja. Alte Wunsch. So. Abfuhrts. So, Minion, du hast Vorfahrt. Du lässt mich aber vor, das ist nett. Danke. So. Nächste Haltestelle, Jucken Waldschule. Jucken. Fahren wir hier wieder außerorts, wa? Ja. Dann können wir jetzt Gas geben. 50 sind wir ja auch noch nicht, also. Von dort her. Jucken. 50. Na komm, schalte runter. Also hier mit so einem MAN-Gelenkbus will ich ja nicht fahren. Der kommt ja gar nicht aus dem Knick, habe ich das Gefühl. Aber eine Minute Verfrühung, gut. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, der schaltet sich ein zurecht hier. Da wollen die Fahrgäste sogar schon raus. Aber denkt immer dran. Erst aufstehen, wenn der Bus gehalten ist. Ja, ja. So sind die, so sind die. So, 70, aber wie schnell soll ich denn hier fahren? Hier kann ich nicht mal bis 70 beschleunigen. Ja doch, hätte ich gekonnt. Hier ist wohl ein Riesensee auf der rechten Seite. So 30, okay. Wieso, weswegen? Damit wir hier gleich nicht mehr hochkommen. Oder wegen der Kurve. Ja, guck mal, ich drück gerade Vollgas. Aber jetzt kommt er. Der KI-Bus denkt sich auch, oh nein. Wie kann er nur? So, das ist gerade Vollgas, was ich hier mache. Irgendwie kommt da nicht viel. Irgendwie war es das. Gleich ist das Getriebe im Arsch. So. Jetzt nehmen wir aber wieder ein bisschen Fahrt auf. Dieses Schaltgetriebe. So, jetzt. Hab ich mich gerade erschrocken. So, Jucken. Dann wollen wir mal looken. Waldschule und danach Siedlung. So, dann nehmen wir die erste Einfahrt für Bus. Dann jucken wir uns ein. So, nach ganz vorne. Jo, das passt. Schön gestaltet, echt. So, können wir hier auch abnielen. Na gut, abgenielt ist er anscheinend schon. Nee, viel weiter runter geht er nicht mehr. Trotzdem Verfrühung hier.
Die Texturen vom Bus sind auch schön. Das gefällt mir. You beautiful Bus. Obwohl ich MAN ja nicht so feier. Nee, hängt immer noch. Das geht gar nicht. So, Juckensiedlung. Da kommt keiner. Das freut mich. So, jetzt kommen die ganzen Herrschaften hier. Das ist aber ein bisschen eng hier. Nächste Haltestelle. Juckensiedlung. Juckensiedlung. Wow. Tag auch. Verfrühung. Verfrühung, Verfrühung. Auch schöne Sounds des Druckers. So, Abfurz. Oh, wieso ist denn jetzt die Temperatur so runtergegangen? Weil wir hier Fenster auf haben? Oder was? Wir hatten doch schon 16 Grad hier drinnen. Hm. Oh. Okay. Nächste Haltestelle. Jucken Theater. Okay. Läuft da irgendwie was falsch? Naja, aber schön. Schön gemacht. Theater, Jucken Theater. Über Hans-Böck-Straße, ja. Wollte gerade sagen. So. Hier oder was? Na, ja, können wir durchfahren. Da will ja gar keiner. Da kommt auch keiner. Jucken Theater. Nächste Haltestelle, Krebsloch. Krebsloch. Aber da sind wir noch gar nicht. So. Fahrt. Ansagen. Die kann man ja auch gar nicht runter. Nee. Nächste Haltestelle, Krebsloch. Nächste Haltestelle, komisch. Krebsloch. Auf dem Acker? Nee. Nächste Haltestelle, Krebsloch. Nee. Immer noch nicht. Keine Ahnung. Nächste Haltestelle, Krebsloch. Nee, will er nicht. Dann nicht. So. Dann jetzt jucken. Krebsloch. Nächste Haltestelle, Nordspitze, Bauernhof. Nordspitze, Bauernhof, sind wir in Grundorf? Komm, fahr mal vor. Kollege, fahr doch vor. Traut sich nicht. Ja, komm rum hier. So,
Und wo ist um sie Dingens Krebsloch schon? Okay. Deswegen. So, mein Höckel. Dann spult halt die Ansage eine vor. Naja. Achso. Hier ist Nordspitzenbau. What? Jetzt. Ja gut, jetzt fährt der KI-Bus vor. Dann müssen wir jetzt mal zurück hier. Da kommen wir dran vorbei. Das sollte eigentlich passen. Beziehungsweise, du willst nicht weiterfahren, ne? Doch. So, Krebsloch. Um Gottes Willen. Die Einfahrt habe ich gar nicht gesehen hier. Naja, passiert, ne? So, Nordspitze Bahnhof. Ne, Bauernhof. Ups. Dann geht's hier wieder hoch, oder was? Nächste Haltestelle, Hans-Böckler Straße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 91 in Richtung Poppingen und Manningen sowie in Richtung. Nee, da sind wir noch gar nicht. Ah, lieber mal ein bisschen früher Gas geben hier, weil sonst kommen wir hier nicht hoch. Um Gottes Willen. Ne. Gut, dass wir hier gerade noch so eben hochkommen. Ich will ja mal sagen. So. Oh, was ist mit dem Kollegen da vorne los? Moin. Jetzt überholen wir den Kollegen doch noch, oder was? Was ist denn hier los? Oh, diese KI, ne? Da machen wir hier einmal Trick 17. Eine Sekunde vor. Und dann ist er weg. Da ist er weg. Kommt er hier nicht rum, oder was? Das ist ja ganz kritisch für den. Nächste Haltestelle. Nordspitze Bahnhof. Nordspitze Bahnhof. Zu den Zügen der Deutschen Bahn. Das passt wieder. Blärt Bahnhof. Also die Ansagen sind wirklich geil. Davon müsste es in Real Life auch wirklich mal welche geben. Dann weiß jeder Bescheid. Jede Nation. So. Hallo. Hallo. Moin. Hallöchen. So, noch 10 Minuten Fahrt, ne? Also ungefähr 50 Minuten. Ah, 55, fast eine Stunde sogar. Heftig, heftig. So. Eine Minute noch rausfahren hier, ne? Nächste Haltestelle, Nordspitze. Die Nordspitze, oh. Ah, bevor die kommen, sind wir schon raus. So. Nordspitze. Und dann wollen wir hier links. Ach du Scheiße. Gut, da ist frei. Hier hoch. Bis der kommt.
So, Moment. Mal einen Schluck trinken hier. Und Gas. Hellster Platz. Nächste Haltestelle, Elsterplatz. Genau. Hallo, ihr Fahrgäste. In der dunklen Jahreszeit sind wir unterwegs, also aufpassen. Geben Sie keine Acht auf Ihre Wertgegenstände. Geben Sie keine Acht auf Ihre Wertgegenstände. Können wir sogar durchfahren. So, einen Kickdown wirklich kriegen wir gar nicht hin damit. Also er dreht nicht wirklich hoch, schaltet auch nicht wirklich runter. Stelle Gausdorf. Oh, Gausdorf. Minute haben wir rausgefahren. Oh, ja, danke. Selber. So. Sind wir perfekt in der Zeit. Gucken wir gleich mal auf den Fahrplan an der nächsten Haltestelle. Ach, wieder außerorts hier. Oder was? Nächste Haltestelle, Einsteindorf Marktplatz. Einsteindorf Marktplatz. Hallo, ihr Fahrgäste, Sie wollen zum Markt. Recht gehabt, die Haltestelle heißt Lust. Ihr Opfer. Ah, nee. Die Haltestelle heißt nur so, ihr Opfer. Oh, hier liegt eine Mülltonne auf der Fahrbahn. Aha. So, Einsteindorf Marktplatz. Wo sind wir denn hier? Einsteindorf Ausbau. Marktplatz steht hier gar nicht drauf. Nur Ausbau. Ah ne, Ausbau sind wir. Marktplatz sind wir noch gar nicht. Krankenhaus. Wieso sind wir denn so weit vorgespult schon? So, die Mülltonne, die wollen wir nicht überfahren. Die hätte ja mal ein lieber Fahrgast aufräumen können, ne? Beziehungsweise wieder aufstellen. Naja, aber die denken nicht so nach, ne? Einsteindorf. Krankenhaus. Oh, alles sehen. Hallo, Bauer. So, selber. Vielleicht habe ich hier die falsche Route ausgewählt. Kann ja klar sein, dass die Haltestellen hier gar nicht dran kommen. Naja. Nächste Haltestelle, Einsteindorf Krankenhaus. Ja, da sind wir aber schon. Nächste Haltestelle, Buschmusch. Bitte vergessen Sie nicht, die Haltewunschtaste zu betätigen. Drück doch einfach den roten Knopf. Ihr Lutscher. Ja, gut wär's, den roten Knopf zu drücken, ne? Auch ein schönes Repaint hier, Ex-Hochbahner jetzt gefühlt. So. Ah ne, hier will auch gar keiner. Können wir durchfahren. Mal noch links. So. Und Gas. Nächste Haltestelle, Stadtwald. Und Gas und Gas. Ich weiß gar nicht, ob die Linie 76 die längste ist. Ich glaube, 46 ist auch so lange. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, fällt mir gerade so am Rande ein. So, ja komm, zieh. Zieh, zieh, zieh. Gibt's doch gar nicht.
dass du hier kein PS hast. Ja, man kann aber hier beim Drucker keinen Tag- und Nachtmodus machen. Schade. Irgendwie wird hier die Scheibe nicht feucht. So, Stadtwald. Irgendwie sieht das hier nicht nach einer Stadt aus. Irgendwie im Jenseits. Nee, aussteigen will ich auch keiner. Dann können wir durchfahren. Besser für uns. 91%, da können wir jetzt richtig Speed aufholen. Außer da unten ist irgendwas. Nee. Nächste Haltestelle, Hirnschellerweg. Einmal hier Vollspeed durch. Jetzt können wir es machen. 120. Jetzt hoch die Hände. 125. Jetzt muss Omsi mal nachladen hier. Sei ihnen gegönnt. Hoffentlich geht es auch noch weiter. Weil sonst endet hier die Fahrt. Nee, es geht weiter. Oh, Bremsen. Bremsen sind gut. So. Eben mal 125 gefahren. Nicht schlecht, Herr Specht. Und eine Minute Verfrühung. Die spulen wir aber gleich mal vor. Drei Haltestellen haben wir dann, glaube ich, auch noch. Ging aber schnell dann. Im Endeffekt. Wenn man ein bisschen sabbelt, ne, dann wird das auch nicht langweilig. Gut, viel habe ich jetzt nicht gesabbelt, weil es will halt einfach keiner aussteigen. Das kann gar nicht sein. Das kann alles nicht sein. So. Dann müssen wir hier mal gucken. Wir wollen rechts abbiegen. Hier will anscheinend keiner rechts abbiegen. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, gut, dass du uns Platz machst. Das ist nett hinter uns. Poppingen Bahnhof. Poppingen Bahnhof. Der Deutschen Bahn. Volgend Station, Neuke Station. Gelieve hier te vertrekken voor treinen. Genau, ich habe nichts verstanden. Oh, wir müssen hier nach links. Gibt's hier eine Busspur? Es sieht so aus, ja. Das ist aber gut gewollt hier. So. Oh, der ganze Bus schwabbelt hin und her. Oh, er nielt sich hoch. Ah. Ah. Schön gesagt, aber nee. So, wir können eigentlich fahren. Poppingen Bahnhof. Ich dachte, ich nehme den Bordstein hinten links mit. Aber nicht immer denken, nachdenken. So, dann fahren wir hier rechts rein. Was kommt da, Gelbes denn? Mann, Mann, Mann. H1 halten wir also. H1 ist das hier. Ich glaube schon. Stehen wir denn hier ran? Manningen Bushof. Jo, sofort. Sind alle raus? Ah, tut mir leid. So. So, und dann fahren wir hier auch wieder raus. Wir dürfen nicht. Das ist ja eine Schweinerei. Was kommt da Schönes?
auch ein Ex-Hochbahner, oder? Aber wieso schildern die nicht richtig? Komisch. Falls du das Problem auch habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, hier dürfen wir fahren. Tipptopp. Die letzten zwei Haltestellen. So. Nächste Haltestelle, Hermannplatz Jobcenter. Ja, wenn ihr mehr mit diesem Bus hier sehen wollt, auch in der Gelenkvariante oder ich weiß nicht, was noch für Varianten mitgeliefert werden in diesem Pack. Weil das Pack ist halt auch schon alt. Beziehungsweise, na, so alt auch nicht. Dann schreibt es mir aber mal gerne in die Kommentare. Dann zeige ich auf jeden Fall mehr mit diesen Karren. Weil schön zu fahren ist er. Und dieses Feature, dass der Bus mal hängt, das finde ich auch nicht schlecht, weil in Real Life ist es nicht anders. Ne? So, jetzt fahren wir hier sogar noch mal außerorts. Dann wird das hier eine Stunde Fahrt, oder was? Mann, Mann, Mann. Hatten wir auch lange nicht mehr. Also eine ganze volle Stunde. Ne, und ein paar Minuten darüber. Hahaha. So. Hermannplatz Jobcenter. Wie halten wir denn hier? Oh. Ne, hier müssen wir gar nicht rein. Erst da vorne. Ah, ne. Wir können hier aber trotzdem die Busspur nehmen. Okay. Naja. Jetzt hängen wir hier sowieso. Mit einer Minute Verfrühung. Oh, was habe ich jetzt gemacht? So. Nochmal ein schönes Thumbnail machen. Okay. Mal eben drauf's getappt. So, wann wird denn das hier mal fahren? Gar nicht. Vielleicht. Ah, guck mal, wir haben hier sogar eine Busampel. Schön. Look ich's mal hier eben aufs Handy. Aber keine Nachrichten. So muss das. So, es ist immer noch. Immer noch so. Hermannplatz Jobcenter. Ja, dann haben wir nur noch zwei Haltestellen. Ja, beziehungsweise wir fahren jetzt auch, da kommt ja nichts von hinten. Mann, 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 sonst kriegen wir hier auch noch Verspätung. Das geht ja gar nicht. So. Hermannplatz Jobcenter. Dann können wir ab hier mal looken. Und eine Leerfahrt reinmachen. Na, ihr wollt nicht alle raus. MVB auf ganzer Linie. Ein Schaden auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie, Tatsache. So. Next Stop, Endstation. Und gleich haben wir die volle Stunde. Nächste Haltestelle. Manningen Bushof, zentraler Busbahnhof und Umsteigepunkt zum Schnellbahnverkehr der Manninger Eisenbahn und Energie durch Wind, Wasser und Sonnenkraft Aktiengesellschaftsgewerkschaft mit beschränkter Haftung auf ihr Leben lahn. Dieser Bus endet hier. Bitte vergessen Sie Ihre persönlichen Wertsachen im Bus. Die MVB wünscht Ihren Fahrgästen einen angenehm feuchten Tag. Das ist auch gut. Ach du Scheiße. Nur am Bushof. Ah, ich denke die letzte, ne? Irgendwie so. Was sagt uns hier Dingens? H2. Tatsache. Die letzte. So. Ups.
Und alles okay. Ja gut, Omsi Navigation verabschiedet sich auch schon mal. So. Oh, schöne Sounds. So, ja. Dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine, aber doch so große Ründchen mit mir, den Silvetta Let's Player. Ihr dürft mich den Klaupier nennen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist na klar, wie immer, euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos. So wie auch ein Google-Konto. Und dann verabschiede ich mich von euch. Und somit haut rein, bleibt geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.